So schön, dass du da bist, hier beim Podcast Entscheidung für ein Leben vor dem Tod. Dein Podcast, der dich dazu ermutigt, Entscheidungen für dich zu treffen. Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen zum Aufwachen. Mein Name ist Steffen Lang und ich freue mich, dass du dir die Geschichte von meinem heutigen Gast anhörst. Mein heutiger Gast, Denise Auerswald, hat BWL studiert und auch abgeschlossen. Sie ist Business-Mentorin mit der Hotline zum Universum. Und sie hilft Selbstständigen dabei, ein leicht und einfach Business aufzubauen und zu führen und dabei mehr Geld und Traumkunden anzuziehen. Ihre These: Investieren in seine Persönlichkeit ist nicht risikolos, aber alternativlos. Ihr Motto: leicht und einfach statt selbst und ständig, und ändere deine Glaubenssätze und alles ändert sich. Wie diese absolute Powerfrau ihr Business aufgebaut hat und es so groß gemacht hat, das erfährst du in der heutigen Folge. Begrüßt mit mir Denise Auerswald. Vielen, vielen Dank, lieber Steffen. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ja, wir zwei haben uns ja auch auf dem Seminar kennengelernt. Das war im Mai dieses Jahr tatsächlich, 2022. Und ich habe dich als eine wahnsinns selbstbewusste Frau erlebt, die genau weiß, was sie möchte. Aber dann habe ich dich ein bisschen näher kennengelernt und dann hast du mir erzählt, du warst nicht immer so. Das stimmt. Sogar überhaupt gar nicht so. Also ich denke ganz gern an eine Zeit zurück oder an ein Ereignis zurück. Das war mein allererster Seminarbesuch 2014 in Köln. Und ich war eigentlich eine kleine graue Maus. So habe ich mich gefühlt. Und ne, die Trainer im Seminar erzählten, I'm financially free. Also ich bin finanziell frei und du kannst das auch schaffen. Und ich denke so, naja, mal gucken. So, und ich wurde irgendwie so immer kleiner im Stuhl und habe verschiedene Menschen da kennengelernt, wie das eben so ist auf einem Seminar. Und jeder wusste immer genau, wo ich herkam, weil die sagten dann immer, ach, du bist bestimmt aus Sachsen, das hört man am Dialekt. So, und der erste Weg dann nach dem Seminar war, zuerst mal einen Hochdeutschkurs besuchen. Tatsächlich. War die beste Entscheidung oder das beste Invest dann direkt danach. So, und das ist wie so, als würde man ja permanent von oben nochmal einen Deckel auf den Kopf bekommen. So, und ich wurde immer kleiner und immer kleiner. Also ja, so wie ich heute bin, das war nicht immer so, tatsächlich. Okay, wie war denn genau dein Weg? Also du hattest das Seminar, hast das erkannt, irgendwie passt gerade nicht so, und dann werde ich noch als die Sechsin abgestempelt, hast jetzt den Hochdeutschkurs gemacht. Wie ging es dann weiter? Ja, also das Seminar hat erstmal mich in eine ganz neue Welt eintauchen lassen. Wir hatten es ja eingangs schon, ich habe mal BWL studiert, das ist ja doch sehr fachlich, ne? Und ein Seminar ist auf der anderen Seite eher persönlich. Da geht es darum, ja, was sind denn deine Ziele im Leben? Was sind denn Glaubenssätze? Wie wirken diese? Wie kann ich das verändern? Und das war wirklich Eintauchen in eine neue Welt. Und mir hat diese Welt ziemlich gut gefallen, weil das war mal so, hey, cool, ich kann es selber gestalten. Und es hat dann doch noch einige Jahre gedauert, bis das wirklich, ich sag mal, gefruchtet hat bei mir. Also früher war ich im Event- und Promotion-Bereich unterwegs, habe da gearbeitet und wollte aber schon immer, also nach dem Seminar dann, schon immer mehr in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und angefangen hat das Ganze bei mir mit einem Blog, wo ich über Seminare geschrieben habe. Also Seminarchecker seinerzeit hieß das Ganze, und habe im Prinzip Menschen darauf aufmerksam gemacht, hey, besuch doch mal das Seminar XY, das macht was in deinem Leben. Und habe dafür eine kleine Affiliate-Provision, also eine Empfehlungsprovision bekommen. Und das waren so die Anfänge in dieser Richtung.
Ja, cool. Das heißt, du hast für dich dann auch so gemerkt, ne, also die Persönlichkeitsentwicklungsbranche, da bist du zu Hause. Hast du dann auch noch weitere Seminare selber besucht, die dich dabei unterstützt haben auf dem Weg dahin, wo du heute bist? Ja, regelmäßig und auch heute noch. Also das ist etwas, wie in der These auch schon gesagt, es ist alternativlos. In meiner Welt zumindest, wenn man schnell vorankommen möchte im Leben, wenn man sein Business aufbauen möchte, braucht es immer wieder Seminare, diesen Input. Man darf immer wieder Blockaden loslassen, irgendwelche Geschichten, die man sich erzählt, was nicht geht, warum man gerade nicht kann, etc. Das alles loslassen, um dann wirklich frei seinen Weg zu gehen, so wirklich Schicht für Schicht abzuschälen und dann am Kern anzukommen. Ja. Also ja, es waren sehr, sehr viele Seminare. Und so diese eine Entscheidung, die du getroffen hast, war das genau das 2014, dass du gesagt hast, jetzt geht's anders? Nee, das war tatsächlich noch mal viel, viel später. Also es waren viele verschiedene Entscheidungen. Meine eine, wo ich sage, das war wirklich richtig krass lebensverändernd, war 2020. Da saß ich auch auf einem Seminar und das war gerade, ne, in der Corona-Zeit und das ganze alte Business mit Seminaren empfehlen, das gab es ja nicht mehr offline, sondern plötzlich war alles online, nur noch alles digital. Und ich habe mir überlegt, okay, irgendetwas muss radikal anders werden in meinem Leben. Ich wusste nur noch nicht was und ich wusste noch nicht wie. Und auf diesem Seminar habe ich eine Entscheidung für mich getroffen und zu dem Zeitpunkt für mich richtig viel Geld investiert und in die Hand genommen. Also mehr Geld, als ich in einem Jahr verdient habe. Und das war für mich wirklich so, ja, ganz viele Geschichten im Kopf, die gesagt haben, bist denn du verrückt? Wie soll das gehen? Kann das gut gehen? Geht das schief? Ne? Volles Kopfkino. Und ich habe mich meinem Gefühl anvertraut, das sagte, geh da lang, mach das, geh diesen Schritt. Und im Nachhinein war es tatsächlich die beste Entscheidung meines Lebens. Nur in dem Moment fühlt sich das ganz schön eklig an. Also so Wachstumsschmerz und wenn man noch nicht weiß, wohin die Reise eigentlich geht, dann ja. Aber das war so all in. Also wirklich alles oder nichts. Alles auf eine Karte, all in. Und das hast du komplett mit dir selber ausgemacht oder hast du da mit anderen Menschen kommuniziert? Hast du dir einen Rat geholt? Hast du andere gefragt, wie sieht denn das aus? Oder magst du uns da vielleicht nochmal mitnehmen? Ja, also ich habe das komplett für mich entschieden und würde das tatsächlich empfehlen im Sinne von, es kommt darauf an, mit welchen Menschen man dann spricht und mit wem man das teilt. Denn oftmals können Menschen sowas ja gar nicht nachvollziehen und sagen, das ist ja komplett abgedreht und komplett verrückt. Da kann ja alles Mögliche passieren. Deshalb, mein Weg war in dem Moment, das nur mit mir selbst auszumachen und auf meine innere Stimme und auf mein Gefühl zu hören, das da eben sagte, yes, that's the way. Los geht's. Raketen starten. Ja. Ja, und mit den Menschen, mit denen du jetzt arbeitest, erlebst du das auch häufig, dass die ständig immer mit anderen Menschen drüber reden, soll ich das doch so und so und so machen? Beides, teils, teils. Ich empfehle dann tatsächlich auch eher die Variante, hör auf deine innere Stimme und auf deine Intuition, weil der Kopf erzählt sich 100 Geschichten und andere Menschen haben ja auch ihre Glaubenssätze, ihre Ansichten, ihre Bewertungen, die sie gegebenenfalls mit reinbringen. Und ne, keiner macht das ja irgendwie böswillig oder sonst etwas, sondern die wollen ja, dass es einem gut geht und wollen möglicherweise Risiken vermeiden und so weiter. Na, aber am Ende kann es immer nur einer entscheiden und das ist immer man selbst. Ich habe da mal einen sehr, sehr schönen Satz gehört. Wenn du ständig andere fragst, bekommst du
ein richtig gutes Fremdbild, aber kein gutes Selbstbild. Und da unterstreiche ich genau das, was du auch jetzt gesagt hast, also meine Meinung dazu. Immer schauen, was möchte ich und mit wem spreche ich darüber? Möchte ich als Selbstständiger unterwegs sein? Dann frage ich andere Selbstständige und nicht andere Menschen, die in einem Angestelltenverhältnis sind. Ich frage immer da, wo die Menschen sind, die schon da sind, wo ich hin möchte. Ne? Das kannst du auch so unterstreichen oder hast du da was zu ergänzen? Das kann ich voll so unterstreichen und als Ergänzung dazu, deshalb macht es Sinn, sich immer wieder Mentoren zu suchen, die eben da sind, wo man hin möchte, die Schritte schon gegangen sind, damit ich weiß, okay, ich darf da folgen. Natürlich darf man seinen eigenen Weg finden, aber es macht es unglaublich leichter, dann so ein bisschen in die Fußstapfen mit hinterher zu hopsen. Ja. Ja, und dann hast du auf diesem Seminar diese Entscheidung getroffen und bist wirklich, ne, komplette Kehrtwendung. Wie ging es dann mit dir weiter? Ja, im Prinzip hat sich dann daraus das Business kristallisiert, was es heute ist. In Online-Business, in Coaching-Business, was ich ja von überall auf der Welt aus handeln kann. Und das ist auch, glaube ich, so ein Traum von vielen Menschen, zu sagen, ich möchte gern freier sein, unabhängiger sein, ich möchte gern gutes Geld verdienen. Oft ist es ja so diese magische Grenze mit den 10.000 Euro, wo man mal so anfängt und sagt, das wäre cool, das als erstes Mal zu erreichen. Und den Weg bin ich im Prinzip gegangen. Und ja, es gab da auf diesem Weg natürlich Hürden. Es gab da Mauern zum Überspringen und zum Überwinden. Das ist also kein Spaziergang im Sinne von, ach, dum-ti-dum-ti-dum, ich gehe mal da ein bisschen entspannter lang, sondern ne, das braucht es immer wieder, dieses, bin ich wirklich all in? Gebe ich mich gerade voll hinein? Bin ich auch bereit, da hinzugucken, wo es mal unangenehm ist, sprich mit den eigenen Themen auch sich zu beschäftigen? Ja. Denn die braucht es auch, um dann beim Universum zu bestellen. Und was genau machst du jetzt konkret mit den Menschen, mit denen du arbeitest? Ja, die Menschen, die zu mir kommen, wollen zum einen, ne, wie wir es vorhin gesagt haben, ein bisschen mehr Freiheit, ihre Traumkunden haben, mehr Geld verdienen und am besten noch leicht und einfach. Und oftmals ist ja so, das, was wir gelernt haben, gerade als Selbstständige, ja, du musst hart arbeiten für dein Geld. Du musst dir das erkämpfen, das muss schwer sein, dann ist es auch etwas wert. Und daraus bewegen wir uns ganz bewusst raus, weil auch das ist nur eine Ansicht, nur ein Glaubenssatz und es geht auch einfacher. Und einfacher geht es dann, wenn wir zum Beispiel das Universum als großes Versandhaus mit ins Boot holen und entsprechend unsere Wünsche daran richten, uns unterstützen lassen und so weiter und so fort. Das heißt, dahin begleite ich die Menschen, dass ihr Business leichter läuft und im Einklang mit den Gesetzen des Universums zu arbeiten. Das heißt, auch das Thema Glaubenssätze verändern, ist das auch ein Thema bei dir? Absolut. Sogar ein sehr wichtiges Thema, denn alles steht und fällt mit dem Innen. Sprich, die innere Welt kreiert ja die äußere Welt oder umgekehrt. Alles, was wir im Außen sehen und wahrnehmen, ist ein Spiegel unserer inneren Welt. Und man kann natürlich die äußere Welt verändern oder versuchen zu verändern, aber das ist immer dieser schwere, anstrengende Weg. Deshalb der viel nachhaltigere und leichtere Weg ist, das Innen zu verändern, um dann die Ergebnisse im Außen zu bekommen, die man sich wünscht. Jetzt arbeitest du ja hauptsächlich mit Menschen, die selbstständig sind, zusammen. Wie kam es denn dazu, dass du dir genau diese Personengruppe ausgewählt hast? Das ist eine wunderbare Frage, lieber Steffen.
Tatsächlich habe ich mich auch gefragt, mit welchen Menschen möchte ich denn gern arbeiten? Was macht mir Spaß? Welche Menschen verstehe ich auch gut? Und dadurch, dass ich direkt nach dem Studium auch schon selbstständig war und das nie anders kannte, waren das auch Menschen, die ich verstehen konnte, ne? Und ihre Problemwelt etc. verstehen konnte. Und ja, es macht einfach Spaß, mit Menschen zu arbeiten, die ihr eigenes Ding machen, die ihren Weg gehen und die angetreten sind, um mit ihren Gaben und Fähigkeiten die Welt irgendwie besser zu machen. Und wenn es dann noch leichter läuft im Business, dann ist es Win-Win für alle Beteiligten. Ja, das ist jetzt schon ein etwas längerer Weg. Wann hattest du die Entscheidung getroffen? Erinnerst du dich noch, an welchem Seminar das war, vom Zeitpunkt her? Welche jetzt genau? Wo du zum Schluss berichtet hast, dass du sagtest, so, und jetzt gehe ich all in. Ja, also das war 2020, im Sommer. Okay, das waren jetzt 2 Jahre. Und was hat sich denn genau bei dir in diesen 2 Jahren verändert? Das ist eine sehr große Frage. Beziehungsweise die Antworten könnten sehr, 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 sehr groß sein, weil tatsächlich, also gefühlt alles. Gerade die letzten Tage ist es mir wieder bewusst geworden, dass es genau das Business ist, was ich mir immer gewünscht habe. Sprich dieses, es geht leicht. Ich kann mir aussuchen, mit welchen Menschen ich zusammenarbeite. Und die Menschen, die meine Kunden sind, mit denen macht es Spaß. Ne, die sind bewusst reflektiert. Die wollen lernen, die wollen wachsen. Ich brauche nur mein Laptop und Handy und gutes WLAN zum Arbeiten. Alles ist da im Prinzip. Ne? So dieses wirklich, es ist alles da und es ist alles möglich und vor allen Dingen in kurzer Zeit. Also nicht in 2 Jahren, was sich da alles verändert hat, es ist krass. Also ich kann es tatsächlich ganz schwer in Worte fassen. Es ist einfach krass. Also das vielleicht auch so für alle Zuschauer und alle Zuhörer. Es kann richtig, richtig schnell gehen. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo du die Entscheidung getroffen hast, war das klack und jetzt war alles anders und es hat sofort funktioniert? Oder gab es dann eine Zeitspanne, wo das angefangen hat und wo du irgendwann gemerkt hast, so jetzt ist es genauso, wie ich es möchte? Wie war das bei dir, dieser Weg? Ja, so ein bisschen eine Mischung aus beiden. Es ging schon sehr, sehr schnell so von den Ergebnissen her, pam, 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 pam. Das kann ich schon sagen. Also um vielleicht mal noch in Zahlen zu sprechen. Vorher habe ich immer irgendwie 2.000, 3.000 Euro im Monat verdient. Seit der Entscheidung, 4 Monate drauf, hatte ich diesen ersten 5-stelligen Monat. Wo ich sage, krass, 4 Monate ist nix, ne? Das ist ja wirklich extrem schnell. Und seitdem eigentlich permanent geht das so pam, 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 pam. Ständig öffnen sich neue Türen. Es ist immer was los. Also wirklich, es ist immer krass viel los und viele Ereignisse, die so wirklich wie so Dominosteine, klack, 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 die sich da so ergeben. Ja. Würdest du denn rückblickend diese Schritte, die du bis jetzt gegangen bist, genauso noch einmal gehen? Oder würdest du was anders machen mit dem Wissen von heute? Ja, ich würde eine Sache würde ich tatsächlich anders machen. Ich würde mir schon viel früher Mentoren suchen. Also nicht erst 2020, so dieses und jetzt all in gehen, sondern schon viel, viel früher. Denn das ist wirklich so ein Turbo gewesen. Ja. Also da viel, viel stärker immer wieder in der Persönlichkeitsentwicklung drin zu sein. Ansonsten ist ja noch ein bisschen Zeit im Leben, also es geht.
Was hast du für dich für die Zukunft jetzt noch geplant? Wie sehen deine weiteren Schritte aus? Möchtest du uns da ein bisschen mitnehmen? Ja, gerne. Also als erstes ploppt gleich mal auf, mehr Vorträge halten, mehr auf der Bühne sein, ein Buch schreiben oder vielleicht werden es auch mehrere, aber erstmal mit einem anfangen. Das sind so die nächsten Schritte und ja, noch tiefer eintauchen in die nicht physische Welt, also in die ganze spirituelle Welt und das ganze Bewusstsein noch mehr auszudehnen. Ja, das sind eigentlich so die nächsten Steps. Sehr schön. Also auch Vorträge halten. Wie war das nochmal, die kleine graue Maus, die jetzt auf der Bühne steht? Wahnsinn. Also wenn das keine Verwandlung ist, dann weiß ich auch nicht. Also tatsächlich, die größte Angst, die Menschen haben, ist, auf der Bühne zu stehen, noch vor dem Tod. Ja, das ist der Wahnsinn. Oder? Und ist einfach deine Mission, du möchtest etwas verändern. Das ist so stark, dass du da vorwärts gehst. Kann man das so zusammenfassen? Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte noch mehr Licht in die Welt bringen und die Menschen wieder daran erinnern, dass sie Schöpfer ihrer eigenen Realität sind. Also nicht nur, oh, ich bin den äußeren Umständen da unterlegen oder sondern nee, ich bin Schöpfer meiner Realität. Ich kann mir mein Leben so gestalten, wie ich das möchte. Ja. Also das ist mein großer Herzenswunsch an alle Menschen da draußen. Und das machst du einmal im 1-zu-1-Coaching, aber du hast auch, hast mir im Vorfeld erzählt, verschiedene Programme, wo du die Menschen über einen längeren Zeitraum unterstützt. Was machst du denn da genau? Genau, also ein Programm ist ein 3-Monats-Programm, das ist The Source Beyond Money, mittlerweile auch ein richtiges Herzensprogramm geworden. Da geht es rund ums Thema Geld. Ich sage ganz gerne, es geht ums Geld, aber gleichzeitig auch gar nicht, weil da stecken ja so viele Themen noch dahinter. Also ja, Geldbewusstsein, Füllebewusstsein wirklich nachhaltig auch zu kreieren. Und danach setzt sich an The Shift. Das ist das Business Mentoring, geht dann über 6 Monate, wo es dann darum geht, das eigene Business aufzubauen, mit eben den Traumkunden zu finden und sichtbar zu werden, etc. Ja. Sehr schön. Und wenn du den einen Tipp geben könntest, der alles verändert, welcher wäre das? Der verändert wirklich alles. Wir hatten es heute schon immer mal ein bisschen angeklungen im Gespräch. Triff Entscheidungen aufgrund deiner Intuition. Und das ist wahrscheinlich ein Tipp, wo jetzt die meisten sagen, ach ja, habe ich schon gehört, kenne ich schon. Nur, wie oft ist es denn in der Praxis so, dass unser Kopf sich immer wieder einklingt und Geschichten erzählt, das geht nicht, das kann ich nicht, ich muss eine Nacht drüber schlafen, das muss ich mal sacken lassen. Und für Intuition müssen wir keine Nacht drüber schlafen, das wissen wir sofort. Denn das ist ganz tief in uns drin. Und das wieder freizulegen und das ganze Leben darauf auszurichten, das Business darauf auszurichten, das verändert alles. Es spart extrem viel Zeit und macht es ultra leicht. Ja, also Entscheidungen intuitiv treffen. Ja, Wahnsinnstipp und du hast es vorgemacht. Du hast intuitiv 2020 auf diesem Seminar, wo du all in gegangen bist, diese Entscheidung für dich getroffen und wir sehen, was du jetzt in der Zeit alles aufbauen konntest und ich finde das großartig, dass du die Menschen so unterstützt auf diesem Weg in die Selbstständigkeit als Selbstständiger und du hast heute noch ein besonderes Angebot mitgebracht. Was ist das denn? Ja. Genau. Wir hatten ja im Vorfeld gesprochen und Menschen kommen immer wieder zu mir, wo sie sagen, ja, ich bestelle ja schon beim Universum, aber mal klappt's, mal klappt's nicht. Meine Bestellung hängt irgendwo in der Warteschleife. Was mache ich damit? Wie kann ich meine Lieferung beschleunigen? Wie geht das überhaupt mit dem Manifestieren? Gibt es da eine einfache Formel dafür? Und ich habe mir überlegt, für alle,
die eben jetzt gerade den Podcast hören, dass diese Menschen eingeladen sind für einen 30-minütigen Call, Manifestation Call, wo wir genau darüber sprechen. Und ich mir mal angucke, Mensch, wie bestellst du denn aktuell? Was sind denn gerade so die Lieferungen, die ausstehen? Und was können wir tun, um das Ganze zu beschleunigen? Was gibt es da so für Tipps dazu? Ja, und das Ganze ist kostenfrei. Das ist doch mal ein Angebot. ja, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und ja, deine Sicht auf die Welt mit uns geteilt hast. Wie man dich erreichen kann, wie man einen Weg zu dir findet, das packe ich alles in die Shownotes mit rein. Wenn du Interesse hast, mehr über die Denise zu erfahren, über ihre Website, über die sozialen Kanäle, geh gerne drauf, schau und wenn es dich anspricht, geh gerne auf die Denise zu und sie wird die weiteren Schritte mit dir gehen. Das war wieder eine Folge von deinem Lieblingspodcast Entscheidung für ein Leben vor dem Tod. Zum Abschluss möchte ich einmal Danke sagen. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich freue mich über dein Feedback und über eine Bewertung. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal und freue dich auf die nächste Folge.